Sehr gut. Die Frage ist, wie kriegen wir unsere Frachten zurück? Das ist die Frage. Und mich würde interessieren, kann ich denn nicht irgendwie sowas wie Waffen machen oder so? Wir haben jetzt die Dokumente, das ist schon mal gut. Aber ich würde gerne sowas wie Waffen machen oder wo ich auch blocken kann. Aber ich glaube, der Typ ist mir noch ein bisschen zu over. Der Typ ist mir zu over. Fracht gestohlen. Was haben wir denn jetzt noch an Frachten? Wir haben zwei Leitern, eine... Ja, das ist doch genug. Das passt doch. Umladen, auf dem Rücken tragen. Umladen, auf dem Rücken tragen. Und die zwei Leitern können da bleiben. Und dann würde ich gerne nochmal das hier so machen. Und dann haben wir das auch. Sehr gut. Dann ist das alles ein bisschen ordentlicher verteilt. Abbrechen, bestätigen. Sehr gut. Ich würde hier lieber verschwinden. Ich würde hier lieber verschwinden, bevor wir noch mehr Probleme kriegen. Ich weiß, wir hätten uns noch ein paar Frachten sneaken können. So. Obwohl, wollen wir? Ich glaube, da sind wieder neue Mules, oder? Da hinten. Komm, wir probieren es nochmal. Wir versuchen einen weiteren Anlauf. Aber erstmal würde ich das hier machen. Baby beruhigen. Oh, hab ich erschrocken. Ich dachte gerade, da wäre jemand. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab mich erschrocken vor nichts. Das sollte man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Da sind wieder neue Mules. Ich hau ab. Ich hau ab. Sobald ich also das Lager verlasse, spawnen neue Mules. Das ist nicht so gut. Okay. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal nach hinten zur Wetterstation. Oder zum Außenposten oder was auch immer. Ob, das nehme ich auch mit. Na bitte. So. Da scheinen ein paar Leitern zu sein. Oh Gott, da geht's runter. Vorsichtig. Und hier sollten wir erstmal relativ sicher sein. So, da hinten ist noch eine verlorene Fracht. Ich würde gerne mal schauen, ist das der Wegposten westlich? Ja, nehme ich doch mit. Die Fracht. Wie kann man denn hier eine Fracht verlieren? Hier ist ja nicht mal ein Kampf oder so. Es sind hier noch mehr Frachten. Ich sehe keine Frachten, ich höre aber Musik. Ich höre Musik in meinen Ohren. Hm.
Was ist das denn für eine Musik? Ist das... Verdammt, ja. Oh, oh Gott. Ich dachte, ich kann mich hier ausruhen. Was ist das denn für eine Musik? Einmal ganz kurz bei der Musik verschnaufen. So, weiter geht's. Genau. Gesamtpause, 9 Sekunden. Das ist eine richtig lange Pause, liebe Leute. Eine richtig, richtig lange Pause. Wow. Also für diese Brücke sind auch 149 Likes wirklich gerechtfertigt. Wir haben hier Musik, wir haben hier eine richtig schöne Brücke über den richtig großen Fluss. Das ist richtig gut. So, wir sind am Wegposten. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Und wenn ich... Oh, 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 oh. Und wenn ich da jetzt gerade lese Waffen, wir sollten uns vielleicht wirklich überlegen, wie wir Waffen bauen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Terminal aktivieren. So. Ich würde erstmal die verlorene Fracht liefern, die wir hier gefunden haben. Anvertrauen lagern. Woher kommt das denn? Ludens Fan. Ich habe keine Ahnung, wo Ludens Fan ist. Diese Fracht würde ich anvertrauen. Vielen Dank, Sam. Du bist wirklich unglaublich. Ja, immer doch. Sehr gut. Ich überspringe das mal, weil das ist einfach nur Likes. Und weiter. Die Fracht wurde einem anderen Spieler anvertraut. Schön. Sehr gut. Wir haben eine sehr große Neigung zu verschiedenem. Und ich denke, Na schön. Danke für alles. Das ist doch gut so. Gut, dann würde ich jetzt gerne... Neuer Auftrag verfügbar. Genau. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Sam Porter Bridges ist anscheinend sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, erschöpft. Und er braucht definitiv eine Pause. So, kann ich jetzt, hallo, ich möchte bitte am Terminal etwas aktivieren. So, liefern, angeforderte Fracht liefern. Das Buch, welches so wichtig ist. Fracht wird geliefert. Gibt's ja nicht. Wir hätten
nie gedacht, sowas mal wiederzusehen. Man soll ja keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich muss mir das genauer ansehen. Sehr, sehr schön. Genau wie ich es in Erinnerung hatte. Ich bin glücklich. Ja, wäre schön, wenn wir die Leute an den Außenposten glücklich machen. Oder an den Wegposten, wie man es nennen mag. Ja, das, ja. Meine Laufrouten sind auch sehr, sehr lustig. Neue Interview-Daten erhalten. Likes generieren Oxytocin. Ein Teil der Bandbreite dieser Einrichtung wurde Sam zur Verfügung gestellt. Sehr schön. George Barton hat die Daten für folgende Ludens-Maske Brillengesellfarbe zur Verfügung gestellt. Rosa Pink. Mhm. Wir sind ein sehr erfahrener Frachthelfer. Das ist sehr gut. Du erhältst jetzt mehr Likes. Ja, sehr gut. Ich bin dir unglaublich dankbar. Es gibt nur noch wenige echte Schätze auf dieser Welt. Und du hast einen davon gerettet. Danke. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ja, schön. Ich glaube, Sam muss sich einmal ausruhen, oder? Kann das sein? Kann es sein, dass Sam... Weil er wirkt ständig sehr, sehr erschöpft. Er wirkt sehr, sehr erschöpft. Und wir müssen nach Capital Not City. Das ist der nächste Punkt, den wir machen müssen. So. Aufträge annehmen. Standardaufträge. Haben wir denn was nach... Ja, haben wir. Zeitlimit. Frisch. Aus dem GD-Bereich. Ja, also zu dem Briefkasten. Zum Windpark. Sam, überprüfe die Auftragsübersicht. Ja, da bin ich gerade dabei. Wenn du Materiallieferungen an eine Einrichtung abschließt, erhöht das die Menge des in dieser Einrichtung für die Herstellung von Waffen, Ausrüstung und anderen Anwendungen vorherätigen Materials. Die Materialmenge, die eine Einrichtung lagern kann, ist begrenzt. Wähle im Aufträge-Menü mit L1 und R1 zwischen den Reitern hin und her und sieh dir das zu liefernde Material an. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ich würde gern den Auftrag für Capital Not City machen. Mit Zeitlimit. 45 Minuten, das geht definitiv kürzer als 45 Minuten. Das sollten wir definitiv hinkriegen. So. Verfügbar. Bestätigen. Auswählen. Aufträge annehmen. Warte mal. Abbrechen. Nochmal. Ich möchte diesen hier machen. Nee, nicht, möchte ich nicht abbrechen, aber den hier möchte ich nicht auswählen. Ja, abbrechen. Und den auch, abbrechen. Die beiden möchte ich nicht annehmen. Ich möchte nur... Obwohl, diesen können wir auch noch machen, ne? Diesen hier. Diesen könnten wir eigentlich auf die Schnelle noch machen. Tatsächlich. Dann wähle ich den erstmal ab. Dann mache ich den noch und wähle den hier erstmal ab. Abbrechen. Und dann mache ich den hier. Auswählen. Aufträge annehmen. Das sollte ja sehr, sehr schnell gehen. So, ich würde gerne... wissen, wie ich Waffen mache.
So. Auf dem Rücken ist leer. Ja gut, dann würde ich sagen. Was ist das denn jetzt? Ah, auswählen. Ah, okay. So, umladen. Auf dem Rücken tragen. Sehr gut. Und das hier auch auf dem Rücken tragen. Die Mule-Stiefel können da bleiben. Sehr gut. Und das bestätige ich mal. Und ich denke, jetzt sind wir sehr gut ausgerüstet, meiner Meinung nach. Und haben einfach nicht so viele mit uns umherzuschleppen. Ja, das weiß ich auch. So, was ist das denn? Sammeln. Spezialgebiet. Mhm. Sehr interessant. Was ist denn das für ein Zeichen? Spezialmaschine. Brauche ich da irgendwas? Bei Lieferung von Konstruktionsreparaturgeräte mindestens 3 Kilo sammeln. Okay. Waffeneinschränkung aufgehoben. Also ich würde diesen Auftrag mal machen. Ich weiß noch nicht so wirklich genau, was ich da zu erledigen habe. Aber ich denke, das werde ich zeitnah herausfinden. Ja. Ich würde erstmal über die Brücke laufen und dann sehen wir weiter. Bloß nicht hinfallen. Oh, Zeitregen. Ist das ein Zeichen für Zeitregen? Ich weiß nicht, was dieses Zeichen heißen soll. Liebe Leute. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir so schnell wie möglich herausfinden. Das ist ja auch nicht mehr weit weg. So, Resini. Nehme ich einmal mit. Obwohl wir da ja eigentlich genug haben, aber wir können ja auch gerne noch ein paar verlorene Frachten dann mitnehmen. Spezialmaschine. Hier am Fluss oder was? Hier piept irgendwas. Oh oh, sind das die GDs? So schnell. Kriege ich das hier irgendwie? Wir haben nicht mehr viel Ausdauer. Shit, shit, shit. Ah, nein, 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 nein. Ich hätte es lassen sollen. Ah, nein. Ich hätte es lassen sollen. Oh. Der Auftrag ist schwerer als gedacht. Spezialmaschine, hier. Und das nehme ich mit. Komm, hier, das kann ich noch mitnehmen. Das krieg ich doch noch mit, oder nicht? So, das andere probiere ich jetzt nicht nochmal. Habe ich denn genug Fracht dafür? Das 3 Kilo brauchen wir mindestens. Verlorene Konstruktionsreparaturgeräte. Ja, eigentlich habe ich doch genug, oder nicht? Fracht.
3 von 68 Kilo. Ja, mindestens 3, wurde gesagt. Mindestens 3. Ja gut, dann müsste es passen. Dann hätten wir das. Sehr gut, dann gehe ich mal zurück. Wir müssen dringend mehr aus... Wir müssen uns ausruhen, gleich mal. Dringend. Capital Not City ist das Ziel. Da muss ich später hin. Aber sonst sehe ich hier auch keine verlorenen Frachten. Ja gut. Dann würde ich eben noch... ist das ein Generator? So, Konstruktionsmenü. Na, abbauen will ich jetzt nicht. So einer bin ich jetzt nicht. Aber, das habe ich anscheinend schon gesammelt. Und, ich würde etwas sagen, ich gehe jetzt zurück zum Wegposten. Und dann mache ich auch eine kleine, Aufnahmepause. Dann kann Sam Porter Bridges sich auch einmal ausruhen, damit er ein paar Ausdauerpunkte wieder mehr bekommt. Weil diese wenige Ausdauer ist echt anstrengend, glaube ich. Und beim Ausruhen müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt dabei sein. Also ich denke, das ist schon okay. Außer ihr wollt das natürlich. Außer ihr sagt jetzt, ja, also ausruhen, so spannend. Oh, wow. Das will ich nicht verpassen. Auf diesem Kanal. Ich brauche was zu trinken. Er braucht was zu trinken? Dann geben wir ihm doch was zu trinken. Ein Monster Energy. Stimmt, das geht ja auch noch. Wir können ja auch so die Ausdauer wiederherstellen. Fällt mir gerade ein. Da gab es ja Möglichkeiten. Das zum Thema Ausruhen. Scheiß mal auf Ausruhen. So. Ich würde jedoch trotzdem gleich mal eine kleine Aufnahmepause machen und etwas trinken, mal die Nase putzen und dann sehen wir weiter. Hier geht's lang. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Hallo George Barton. Seit wann steht er da? So, wir können auch noch Sachen recyceln, fällt mir gerade auf. Wir haben nämlich chirale Kristalle. So. Das müsste eigentlich reichen. TCK ist auch beschädigt. Ja, das sollte aber alles gehen. Bestätige ich mal. Und dann haben wir das. Thank you! Vielen Dank für die Unterstützung. Sehr, sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das. Recycled haben wir. Geliefert müssten wir noch machen. Verlorene Fracht liefern wir erstmal. Hier, bitteschön, zurückgeben. Wirklich unglaublich. Immer doch, immer doch.
So, Fracht haben wir geliefert. Sehr schön. Sehr gut. Na schön. Danke für alles. Gerne doch, gerne doch. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du. Und dann würde ich noch sagen, angefordert Fracht liefern. Du kannst Teillieferung auswählen, um die aktuell mitgeführte Fracht einzureichen und den Rest später nachzuliefern. Ah. Sobald die eingereichte Fracht die Anforderungen erfüllt oder übertrifft, kannst du den Auftrag jederzeit abschließen. Okay, das heißt, wir müssen wirklich 86 Kilo davon liefern. Aber mindestens pro Lieferung 3 Kilo. Okay. Gut, dann mache ich das. Dann halte ich den Auftrag offen. Das wusste ich nicht. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Sehr schön. Dann würde ich eben die Gelegenheit nochmal nutzen und, wenn Lieferterminal angezeigt wird, das, ja, okay, ich wollte eben mal noch, die Fracht ein bisschen schöner anordnen, das sieht merkwürdig aus. Das sieht wirklich merkwürdig aus, aber okay. Damit kann ich leben. So. Dann würde ich das mal bestätigen und eine kleine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Das war eine sehr schöne Aufnahme. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Macht's gut. Lasst gern ein Like auf die Folge da. Das sage ich eigentlich auch nie. Aber macht das doch gern mal. Genau, nochmals, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao mit V, macht gut, tschüss.